zeige euch heute, wie man eine ungelesene Nachricht erkennt und wie man einer oder allen Personen antwortet. Ungelesene Nachrichten und alle anderen Nachrichten, die man bekommt, landen im Posteingang. Rechts oben am Outlook-Symbol ist ein roter Kreis mit einer Zahl zu sehen. Diese Zahl gibt die Anzahl der neuen Nachrichten an. Vor der ungelesenen Nachricht im Posteingang ist ein kleiner hellblauer Punkt. Dieser zeigt an, dass diese Nachricht noch nicht gelesen wurde. Antworten einer E-Mail. Unter der E-Mail ist eine Spalte, in dieser steht Antworten. Dort klickt man drauf und antwortet. Aber ihr solltet darauf achten, wem ihr antwortet. Dafür ist in der Spalte links ein Pfeil nach links. Wenn dieser Pfeil zwei Pfeilspitzen hat, antwortest du allen, die diese E-Mail bekommen haben. Wenn man auf den Pfeil klickt, steht dort allen Antworten und Antworten. Wer Antworten, antwortest du nur dem Versender der E-Mail. Das ist wichtig, denn wenn du nur dem Versender antworten möchtest, aber allen antwortest, störst du vielleicht die anderen, die auch die E-Mail bekommen haben.